einen zauberhaften Mann wieder. Hallo. Hallo. Tag, hallo, ihr Hasen. Hallo. Der DFF ist das deutsche Fernsehen. Ich freue mich schon wieder, so ein Nervtöter in meiner Sendung. Ja, die Nummer sagt langsam Schule. Morgen steht hier Caroline Reiber. Ich habe die Schnauze voll. Gehen Sie. Das kann ich, aber wir haben uns noch was für Sie überlegt. Was denn? Das Fernsehen im Osten darf nichts kosten. Deswegen sind wir hier im Westen, nehmen die Besten umsonst. Nicht ja. Ganz umsonst. Vielen Dank. Wir haben uns erkundigt bei Metropa. Es gibt gar keine Duschhauben von Metropa. Ah, gibt's wohl. Gibt's wir wohl. Haben für Sie die echten Metropa-Sachen mitgebracht. Ja. Ein Riesenapplaus fürs DFF. Ja. Wir kriegen von uns die Metropa-Sachen hier auf dem Wahl und tauschen dagegen Ost gegen West. Man hört Sie gar nicht. Ich habe das Mikro. Geben Sie doch auf. Wir haben auch ein Mikro. Da hört man uns heute Abend um 7, 18.30 Uhr im Abend schon. Ich grüße alle Leute beim DFF. Ach nee, das ist ja das. Sie müssen jetzt mal weghören. Ich muss fürs DFF was machen. DFF. Haben Sie doch gehört, Sie sollten doch weghören. Alle Mitropas für Sie. Dankeschön. Ganze Geschirr. Vielen Dank. Das gönne ich Ihnen. Das ist wahnsinnig praktisch. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, meine Damen und Herren. Darf ich Ihnen schon mal... Dankeschön. Sagen Sie mal, Sie wollen wohl auch berühmt werden, oder wie sehe ich das? Ich probiere es mit allen Mitteln, Herr Kakeling. Jetzt sagen Sie mal ganz schnell Ihren Namen, damit die Leute auch wissen, wer Sie sind. Ein kleiner Moment, Herr Kakeling. Ich habe für Sie und Ihre Oma... Sie sind auch im Fernsehen, ne? Ja. Wir haben doch für Sie und Ihre Oma auch ein Autogrammfoto. Prima. Klaus-Peter Grapp, einen Riesenapplaus für Klaus-Peter Grapp. Ja. Wunderbar. Das Schwein wird aggressiv. Geht lieber. Darf ich Ihnen mal... Der Rudi nimmt ihn mit, wir verlosen ihn gleich. Okay. Möchten Sie eine Thermoskanne? Warum eigentlich nicht? Und hier ein Metropa-Set. Original. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine stolze Siegerin und wir möchten Autogramm, bitteschön. So, jetzt habe ich die Hände wieder frei, das habe ich geschenkt gekriegt. Von wem war das? Wahnsinn, danke. Aus Bochum, klasse. So, wir haben wieder mal eine Chaos-Sendung, schön, wunderbar. Jetzt kommt hier jeder rein und macht, was er will. Wollen Sie auch irgendwas machen? Bitteschön. Kann jeder machen, was er will hier mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, haben Sie gestern zufällig ARD geguckt? Steff, geh nicht immer so nah ran. Ja, Herr Gottschalk und Herr Jauch haben rumgestört. Ja, so war's, so war's. Sie waren da. Ja, und wie fanden Sie es? Na, darf man nicht. Nein, ich wollte nur sagen, gestern habe ich gesagt, wir gehen hin zum ZDF. Machen wir nicht. Wir haben eine schlimmere Strafe, ja? Wir finden nämlich, die sollen ihre Käsesendung alleine moderieren, ja? Wir gehen da gar nicht hin. Das ist viel schlimmer, viel schlimmer. Nicht? Keine Duschhauben im ZDF, die Mützen können sich an den Hut stecken und Frau Hähnel kommt auch nicht. Das wollte ich auch noch sagen. Wo ist denn meine Frau Hähnel? Frau Hähnel, wo ist Frau Hähnel? Ja, Frau Hähnel, können Sie mal ein bisschen sich hier mal artikulieren? Macht sie Winke, Winke. Hier sitzen 2000 Leute, Sie. Frau Hähnel, unsere Applauszählerin von gestern. Kommen Sie wieder mit auf die Bühne, Frau Hähnel. Weil es so schön war. Sie kennen sich aus, Sie gehen schon mal vor. Nein, Sie gehen einfach, Sie kennen die Nummer, Sie zählen wieder wüst rum, Applaus, Lacher und hinterher gewinnen Sie einen dollen Preis und zum dritten Mal eine goldene Uhr, Sie Abräumerin, Sie, ne? Ach, ist doch wahr. Aber nichtsdestotrotz brauche ich noch eine charmante Zuschauerkandidatin. Sie haben schon was gewonnen, Sie können noch mehr gewinnen. Kommen Sie mit, ein Riesenapplaus. So. Vorsicht. Hier sind überall Stufen eingebaut. Sie sind die Frau? Wischnowski. Frau Wischnowski. Sie kommen woher, Frau Wischnowski? Aus Falkensee. Wo ist das? Ist das im Ostteil der Stadt? Ja. Im Ostteil der Stadt. Das ist Frau Hähnel. Tag, Frau Hähnel. Sagen Sie mal Tag, Frau Hähnel. Das ist Frau Wischnowski. Frau Hähnel. Komme ich jetzt endlich mal zu Wort? Nee, begrüßen Sie sich doch mal einfach gegenseitig. So, schön, dass Sie da sind. Frau Hähnel, da war ein Lacher. Aufschreiben. So, Frau Wischnowski, Sie kommen zu mir. Sie sind heute meine prominente Kandidatin. Keine Angst, Sie müssen nichts raten, Sie haben sowieso schon gewonnen. Bei mir gewinnt man immer gleich, ne? Und hier ist unser prominenter Stargast, Sie kennen ihn. Begrüßen Sie mit mir den Mr. Tagesschau, Werner Feigl. Hallo. Herr Feigl, freue mich. Freue mich auch. Schnowski. Tag. So, Frau Hähnel, nee, Frau Hähnel müssen Sie nicht begrüßen, die drängelt sich schon von alleine vor. Ja, gut. Ja. Frau Hähnel, Sie gehen sofort an die Tafel und schreiben den Lacher auf, der kam, nicht?
Nicht wieder so renitent. Ich schreibe, wann ich will. Wen möchten Sie? Ja, ja, die Nummer kennen wir schon, ja. Wen möchten Sie denn grüßen heute, Frau Hähnel? Sie Hase, Sie. Ja, wieder, ach, ja. Frau Wischnowski, möchten Sie jemanden grüßen? Ach, meine Kinder und du. Wie viele Kinder haben Sie? 4. Das macht 4 Duschhauben extra heute. Frau Hähnel, nicht rumdrängeln. Den Kunibert möchte ich gerne grüßen. Ja, der Saal hat gebrüllt vor Lachen. Sie haben es gemerkt, Frau Hähnel. Prima. So, wir kommen jetzt zu unserem ersten Spiel. Und zwar geht es um Folgendes. Wir raten lustige Werbemelodien. Frau Wischnowski, wenn Sie bitte ein bisschen näher kommen. Wir geben mal ein Beispiel vor. Herr Feigl, wenn Sie so lieb sind und einfach mal die Titelmelodie der Tagesschau anbrummen könnten. Da 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 dam 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 da 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 dam dam dam. Ja. Ja, so ähnlich. Kommen Sie ein bisschen näher, Herr Feigl, dann sonst kriegt der Claudi uns nicht. So, wir kommen jetzt, nicht raufgucken, wir kommen jetzt zum fröhlichen Werbemelodienraten. Es geht folgendermaßen. Ich brumme eine lustige Werbemelodie an, ja? Und Sie raten dann, um welches Produkt es sich handelt, sagen aber bitte nicht den Namen des Produktes, sondern lediglich, was es ist. Ist egal, wir machen das jetzt einfach mal, ja? Hier kommt das erste Spiel. Herr Feigl. Putz so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Ja, das ist ein Reinigungsmittel. Sehr exakt formuliert, ein Reinigungsmittel mit dem Namen Meister Propper. Nein? Ja. So, jetzt sind Sie dran. Ist das famose aus der Dose. Weiß ich. Fleisch? Bitte? Wurst? Das lasse ich gelten, das ist so ähnlich wie Gemüse. Naja, also von daher, es ging um Gemüse. Jetzt vielleicht Sie mal, Herr Feigl, wenn Sie das mal anbrummen, kennen Sie das? Dies hier, der Gehalve. Können Sie das anbrummen, ohne unter Auslassung? Chio, Chio, Chio. Nein, nicht Chio-Chip sagen! Ich habe ja nur Chio gesagt. Wie? Ja, aber Chio ist doch der Firmenname, Herr Feigl. Das ist, wenn ich sage, also egal. Ja, verloren, Herr Feigl. Ha, ha, ha. So, jetzt sind Sie wieder dran. Frau Wischnowski, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. So doof. So hätte es heißen müssen. Ja? Noch eins. Kennen Sie das? Da geht es um was für den Herrn. Hier, dies. Ja. Können Sie es anbrummen, aber nicht den Titel. Frau Händel, Sie sollen nicht mitbrummen. Sie sollen die Lache ordentlich mitzählen. Da kenne ich die Melodie nicht. Also das muss ich sagen. Mm-hmm. So geht die. Mm-hmm. Das Beste am Mann. Ist die Rasierklinge. Ist die Rasierklinge und die heißt wie? Richtig, so heißt die. jetzt noch eins für Frau Wischnowski. Ist die von Kaffee. Bitte? Vom Jakobskaffee. Nicht Jakobskaffee sagen, Krönung sollen Sie sagen. Frau Wischnowski kriegt jetzt aber ein Jahresabonnent von Jakobskaffee, damit wir das hier mal klar haben. Nicht zuflüstern, Frau Hähnel, schreiben. Frau Hähnel, Sie sind disqualifiziert. So. So, damit sind wir mit dem Spiel durch. Sie haben schon mal eine Duschhaube gewonnen und eine Kaffeemaschine. Herr Feigl, nichts. Ich habe nicht so viele davon. So, Herr Feigl, wir kommen jetzt zu unserem Videospiel. Ich zeige Ihnen jetzt ein Video, danach stelle ich Ihnen eine Wissensfrage. Gut. Wir schauen uns das Video mal ganz kurz an. Video bitte ab. Hallo, Video. Ja, meine Damen und Herren, Brücken in Deutschland. Ein spannendes, ja geradezu überspannendes Thema. Heute stelle ich Ihnen eine Brücke vor, die, wie ich finde, besonders schön ist. Sie zählt zu den schönsten Brücken in Deutschland und ist, das darf ich auch sagen, in den letzten Jahren doch sehr vergessen worden. Eine Brücke, die, ja lassen Sie... Jetzt kommt die Wissensfrage. Welche Brücke war das? Das war eine Brücke in Brügge. In Belgien. War sehr originell, aber leider falsch. Ja. Damit zahlen Sie gleich 15 Mark in die Metropa-Kasse. Ja. Also ich gebe Ihnen einen Tipp, Frau Wischnowski. Die Brücke geht über den Emmersee. Wie heißt also die Brücke? Emmerseebrücke, genau. Und dafür kriegen Sie eine Metropa-Schürze. So, jetzt kommt ein Videoeinspiel für Frau Wischnowski. Passen Sie gut auf. Ich singe gleich gemeinsam mit einer Dame, die ich jetzt nicht nennen darf, ein Lied. Es geht darum, welche Dame singt mit mir zusammen. Ich gebe einen Tipp, es ist nicht Frau Hähnel. Ja? So, können wir mal das Videoeinspiel sehen? Frau Wischnowski, haben Sie die charmante Dame an meiner Seite erkannt? Wer war das? Margarete Schreinemacher. Richtig, die Margarete Schreinemachers war das.
Haben Sie erkannt, wer der andere war? So, das war nicht zu übersehen. War nicht zu übersehen. Wir kommen jetzt zu unserem Geburtstagstelefon, Herr Feigl. Frau Wischnowski, kommen Sie doch zu mir einfach. Frau Hähnel, Sie geben mal kurz einen Zwischenstand mit den Lachern. Wie viel haben wir? Nein, ich habe gestern auch einen Zettel reingelegt. Ich wollte auch mal gerne Telefon. Ja, Sie wollen auch noch beim Geburtstagsquiz auch noch abräumen, ja? Frau Hähnel, gehen Sie bitte mit der Reiseapotheke mal wieder zu unserem Ägypter hin. Das ist schon der 7. Sturz in dieser Woche. Mal so ein Fußverband, da hat er so eine Dingenskirche, ne? Wenn Sie sich mal... Ja, und weiter aufschreiben auch, Frau Hähnel, ne? So, wir kommen zu unserem Geburtstagstelefon. Ich rufe heute jemanden an. Wir machen ein bisschen Untergrundmusik, Herr Feigl. Vielleicht können Sie noch mal die Tagesschau-Melodie anbrummen. Dann haben wir ein bisschen Musik drunter. Oder da, wollen Sie... Da, ja. Ich kenne eigentlich immer nur, ist der Rundfunk bezahlt? Kennen Sie das? Nein, sagen Sie mal. Da, 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 da. Wie ist der Rundfunk bezahlt? Tja, das ist die Erkennungsmelodie früher gewesen vom NDR. Ja, und? Wette? Ach so, ja, hallo? Ja. Hallo? Hallo? Spreche ich mit Wette? Ja. Mit Thomas Wette, ist ein toller Name, ne? Ja, das ist mein Sohn. Bitte? Das ist mein Sohn. Das ist Ihr Sohn. Herr Wette, Sie haben heute Geburtstag. Nee, ich habe heute Geburtstag. Ja, sag ich doch gerade, dass Sie Geburtstag haben. Wollen wir uns mal nicht streiten hier, ne? Nein, nein. Herr Wette, hier spricht H.P. Kerkeling. Sie sind live in der Goldenen Eins im Fernsehen. Neben mir steht Werner Feigl. Sehen Sie uns? Ja. Prima. Wie finden Sie die Sendung? Super, spitzenmäßig. Gut, haben Sie auswendig gelernt. Dann ist das schon mal klar. Ja. Herr Wette, passen Sie auf, Ihre Frau hat auch Geburtstag heute. Nein, die Mutter. Bitte? Meine Mutter. Wie Ihre Mutter? Im Brief steht, die Frau hat Geburtstag. Was schreiben Sie denn für Briefe, hören Sie mal? Sie müssen, ja gut, also irgendjemand hat mit Ihnen heute Geburtstag. Kann der auch mal ans Telefon kommen, Ihre Mama? Ja, ich bin dran. Ach, Sie sind die Mama. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Entschuldigung. Sie sind Honey Lime. Entschuldigung, ich frage jetzt mal ganz uncharmant, eine Dame oder ein Herr? Ein Herr? Eine Dame. Ach, es ist eine Dame am Telefon. Entschuldigung, das habe ich nicht gehört. Frau Wischnowski hat gerade gesagt, da sei ein Herr dran. Deswegen, nicht, Frau Wischnowski? Ja, dürfen Sie mir auch nicht sagen, sowas. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, Frau Wischnowski. Frau Wette. Ja. Frau Wette, Entschuldigung. Es geht drunter und drüber, ne? Ja. Chaotisch. Chaotisch. Ja. Ich stelle Ihnen eine Frage. Ja, wo habe ich die Frage? Ne, ich wollte mal so sagen. Ja, hier steht sie. Am 6. September 1872 treffen sich Zar Alexander von Russland, Kaiser Franz Josef von Österreich und Kaiser Wilhelm I. Heute treffen sich Frau Wischnowski, Herr Feigl, Happe Kerkeling und Frau Hähnel, ist auch dabei. Und die treffen sich, um ein Bündnis zur Erhaltung des Friedens zu schließen. In welcher großen, wichtigen Stadt treffen die sich denn? Ja, natürlich in Berlin. Na, aber selbstverständlich treffen die sich in Berlin und sie gewinnen ein Surfbrett. Riesenapplaus! Ja, ich will applaudieren. Das ist doch wahr, ne? Ein Surfbrett. Keine Duschhaube, keine Mörderduschhaube? Wenn Sie möchten, auch eine Mörderduschhaube. Ihr Sohn hatte uns geschrieben, Sie hätten gerne Mörderwaffeleisen. Haben wir nicht. Mörderwaffeleisen ist auch... Und Ihr Mann hätte gerne eine Mörderschneeschaufel. Auch damit können wir nicht dienen. Ja? Sie sind glücklich und zufrieden? Ja. Gucken Sie die Sendung weiter? Ja. Was soll man da anders sagen? Ne? Frau Wischnowski räumt gleich noch dolle Preise ab, das müssen Sie sich angucken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke, gleich. Tschüss, mal. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss, danke, machen Sie es gut. Danke, danke, danke. Tschüss. Tschüss. So, das war unsere Frau Wette. Was haben wir denn jetzt? Ach so, jetzt kommen wir zu den Namen, nicht? Glaube ich irgendwie. Und zwar haben wir eine Tafel da vorne stehen, an der unsere Frau, Herr Feigl, überbrücken Sie mal, ich habe wieder mal einen Hänger. Moment. Jetzt ist der Hänger gleich vorbei. Vielen Dank für die Überbrückung. Ich hatte einen Zettel. Sie, was haben Sie denn hier alles rumliegen? Ach, ich glaube, ich weiß es aus dem Kopf. Wir machen es aus dem Kopf. Nee, hier habe ich es. So, Frau Hähnel, schön, dass Sie so viel geschrieben haben. Das brauchen wir nicht mehr. Das merken Sie sich bitte alles mal im Kopf, Frau Hähnel. Wenn Sie sich's merken. Dankeschön. Nicht weiter moderieren. Frau Hähnel, passen Sie auf. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Frau Wischnowski, Herr Feigl, kommen Sie bitte zu mir. Ja, kommen Sie einfach zu mir. Wir machen jetzt Folgendes. Frau Hähnel ist gleich unsere Jury. Kommen Sie hier auf meine Seite, Frau Hähnel. Und zwar jetzt bitte Politikernamen aufschreiben. Frau Wischnowski, Sie schreiben die Namen in Deutsch auf und Herr Feigl hat ein bisschen was Schwierigeres. Herr Feigl schreibt nämlich die Sachen auf Französisch auf. Also zum Beispiel, ich sag mal, gibt es einen berühmten Politiker, nehmen wir mal Herrn... Bitte? Bitte? Molotow, meinetwegen, wenn das ein Politiker sein Mitterrand, meinte er, ja. Mitterrand zum Beispiel. Ja. Mitterrand... Ne,
Jelzin zum Beispiel. Jelzin schreiben wir so, aber die Franzosen haben eine andere Schreibweise. Mal gucken, ob Herr Feigl das drauf hat. Können Sie Französisch? Un peu. Gut, dann probieren wir es mal. Ich diktiere die Namen. Hier ist die Kreide. Herr Feigl. Ja. Frau Wischnowski, los geht's. Ja. Der erste Name heißt Jelzin. Jelzin. Sie bitte auf Französisch, Herr Feigl. Der nächste Name wäre Gorbatschow. Gorbatschow. Frau Hennel, wie sieht die Sache aus? Wie die Sache aussieht? Die muss da erstmal schreiben. So. Der nächste Name wäre Lenin. Lenin. Hat zwar keiner Lust darauf, den zu schreiben, aber man kann ihn ja nochmal schreiben. Ne? Lenin. Und der letzte Name wäre Besmertnich. 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 Das ist der Außenminister von Dingenskirchen. Besmertnich. So, dann wollen wir mal gucken. Ich sehe es schon so, Frau Wischnowski, alles richtig. Ja. Alles richtig. Herr Feigl, was soll das heißen? Jelzin. 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 Das würde ich so ein Hamburger sagen, wenn er besoffen ist. Jelzin. Jelzin. Das ist sowas von falsch, das glauben Sie gar nicht. Und das heißt? Das soll Gorbatschow heißen. Die Franzosen sagen Gorbatschew. Chef, Gorbatschew. Ja, aber Sie sprechen das, Sie sprechen aber das E wie O. Ich spreche E wie O? Nein, Sie nicht. Und Sie machen ein X für ein U vor, wenn das hier so weitergeht, ja. Lenin, Lenin ist richtig. Siehste? Und Sie gewinnen ein Surfbrett, weil es richtig ist. Ja. Und Besmertnich, weiß ich selber nicht, wie das geschrieben wird. Gut, das lassen wir auch gelten. Frau Henne, wir lassen das gelten. Alles ist richtig. Dann kommen Sie doch bitte zu mir wieder, Frau Wischnowski. Ja, dann sind wir eigentlich auch durch, glaube ich, soweit. Sie dürfen wieder in unserem Katalog blättern. Wir haben hier wieder unseren Katalog. Frau Wischnowski, blättern Sie wüst rum. Rudi bringt unsere Uhren, vielen Dank. Blättern Sie und dann sage ich Ihnen, was Sie gewonnen haben. Und Sie gewinnen... Ja, einfach drauf. Sie gewinnen eine Sofortbildkamera. Ist doch schon mal was. Ich blätter auch noch mal für Sie. Gardinenvorhänge im Werte von 19,90 €. Und noch mal einmal blättern. Sie gewinnen Dessous. Steht hier auch drin, ja? Ja, ach Gott. Sie suchen sich was aus im Werte von 3.000 Mark. Viel Spaß, ja? Viel Spaß damit. Wir gehen gleich hinter die Bühne, suchen aus. Die goldene Uhr. Herr Feigl. Danke. So, bedanke mich, dass Sie dabei waren. Hat es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, Herr Feigl? Doch, hat es. Sehr sogar. Wir sehen uns wieder. Frau Wischnowski, wir sehen uns hinter der Bühne. Frau Hennel, Sie kriegen keine. Die bringe ich ins Publikum, weil Sie haben schon zwei. Wer möchte eine? Sie haben mir eben was geschenkt. Jetzt gebe ich Ihnen auch was. Die ist für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Die ist aus Gold. Viel Spaß damit.